Herzlich willkommen zu unserem Workshop. Customer Centricity ist das Thema. Wir sind hier gar nicht so workshopmäßig ansortiert, ausgerichtet, aber das werden wir gleich ändern, weil ich möchte Sie nämlich ganz aktiv einbinden. Es ist jetzt hier wirklich, Ihr Mittun ist gefragt. Das Slogan ist ja so ein bisschen, wie können wir unsere Gäste zu Stars machen? Das ist unser Aufhänger jetzt für die nächsten 20, 25 Minuten. Das Thema beschäftigt mich schon letztlich länger, weil ich mich immer so gefragt habe, in der Hotellerie, wir reden ja viel davon. Der Kunde ist König, der Kunde steht im Zentrum. Wenn der Kunde bei uns im Haus ist, wollen wir ihm ein tolles Erlebnis bieten. Aber wie machen wir das eigentlich wirklich und wie setzen wir uns eigentlich damit auseinander? Gerade wenn wir jetzt auch digitaler natürlich werden und auch dieses Analoge und Digitale miteinander vernetzen wollen. Und das wollen wir uns heute mal so ein bisschen gemeinsam Gedanken dazu machen. Wenn man mal so schaut, was gibt's für Ansätze, was gibt es für Möglichkeiten, auch überhaupt den Kunden in seinem Ganzen, in seinen Bedürfnissen zu verstehen, zu erfassen, finde ich, ist in der Hotellerie manchmal gar nicht so viel Kreativität bisher da. Und deshalb bin ich mal so ein bisschen rausgegangen und habe geschaut, was machen denn eigentlich andere Branchen in dem Bereich, um mal ein ganz anderes Beispiel auch hier mal zu bringen. Adidas kennt man als Sportartikelhersteller, die haben ja auch einen langen Weg hinter sich. Klassische Marke, natürlich sehr bekannt, weltweit erfolgreich. Trotzdem haben die auch immer so dieses Thema, was wollen eigentlich unsere Kunden heute? Was sind ihre Bedürfnisse, was sind ihre Wünsche, was sind ihre Probleme, Sorgen, Nöte? Und haben angefangen, sich wirklich damit auseinanderzusetzen. Letztlich wollten die Verantwortlichen von Adidas Produkte schaffen, die auch für Athleten wirklich sind. Also nicht nur so den, sagen wir mal, Allerweltssportler wie wir, sondern wirklich für den Profisportler, für Athleten, für Weltklasse-Fußballer wie hier Gareth Bale, aber auch natürlich ganz andere Sportarten. Die haben erstmal angefangen, Daten zu sammeln. Ich finde, Datensammeln ist ja immer so ein pragmatischer Ansatz, das machen wir ja auch ganz gern. Wir gucken mal auf Fragebögen, blättern da so durch oder haben es vielleicht digital, sehen so, hey, Score geht nach oben. Aber was ist dann eigentlich? Also was ist der Schritt danach? Was hat Adidas gemacht? Die haben viele Daten gesammelt und haben beispielsweise herausgefunden, Profiathleten wollen vor dem Game oder vor dem Wettkampf in die Zone kommen. Die wollen runterkommen, die wollen ruhig werden, die wollen so ihr inneres Mindset vorbereiten, um dann wirklich in den Wettkampf oder in das Spiel zu gehen. Was machen die dabei? Jemand eine Idee? Genau, 85% der Profisportler setzen Kopfhörer auf und hören Musik, um in diese Zone wirklich reinzukommen, um sich runterzufahren. Das heißt, Daten, klar, okay, Musik, Zone ist irgendwie so ein Thema, aber was mache ich jetzt als Sportartikelhersteller draus? Die haben im Grunde wie eine Geschichte darum gestrickt. Die haben das wirklich verstanden, dass diese Momente davor, dieses Alleinsein, für sich sein, ruhig sein, extrem wichtig ist. Und haben dann daraus eine Kollektion für Athleten entworfen, Name Zone, also ZNE abgekürzt, und haben diesen Slogan benutzt, Find Your Focus. Also wirklich dieses sich fokussieren für sich sein. Und haben dann diesen Hoodie als erstes Produkt dieser ganzen Kollektion gelauncht. War mega erfolgreich, weil die ganzen Athleten sich da total abgeholt gefühlt haben. Gesagt haben, ja, sowas brauche ich. Das ist so ein bisschen, der ist ein bisschen kuschelig, der ist ein bisschen größer. Ich setze meine Kapuze auf über meine Kopfhörer. Und es war eben ein Siegeszug letztlich. Ausgehend von Daten, die erstmal einfach nur Fakten gebracht haben, aber dann wirklich diesen Schritt weiterzugehen und zu fragen, was steckt denn da eigentlich dahinter, was sind denn eigentlich die Bedürfnisse, die wir mit unseren Produkten erfüllen können. Das ist jetzt natürlich ein analoges Beispiel, Hoodie kann ich anfassen. Wir wollen ja auch ein bisschen so überlegen, wie können wir so Dinge, die nicht anfassbar sind, damit einfließen lassen. Es gehört natürlich auch so Thema Storytelling und sowas mit rein, also es geht natürlich nicht nur um das Produkt, sondern auch um die gesamte Vermarktung dann, die Geschichte, die ich darum erzähle. Wenn wir aber jetzt wieder zurückkommen in die Hotellerie, weil da wollen wir ja eigentlich hin, was heißt denn das? Also was können wir denn da machen? Oder was gibt es denn da auch schon für Ansätze? Ich denke, im Haus ist das noch einigermaßen klar. Da wird schon relativ viel auch gemacht natürlich. Althergebracht, das ist ja das, was wir im Grunde alle in der Hotellerie am besten können. Dieses, der Kunde ist König, der Gast ist König. Aber was heißt das? Und was heißt es auch für die digitale Welt? Und was heißt es auch eigentlich für unsere Hotellerieprodukte, uns da weiterzuentwickeln? Auch an der gesamten Customer Journey letztlich anzusetzen und mal wirklich zu verstehen, was der Kunde möchte. Und nicht nur dieses oberflächliche, ja, ja, Kunde ist König, sondern im Grunde wirklich als mehr als Philosophie das Ganze mal aufzugreifen und sich wirklich damit auseinanderzusetzen.
Und da würde mich jetzt einfach mal interessieren, was Ihre Ideen dazu sind, was Sie da schon machen, was im Grunde auch digitale Möglichkeiten sind, den Kunden mehr in diesen Dialog mit einzubeziehen, um mehr über seine Bedürfnisse zu erfahren und eben dann auch Erkenntnisse daraus zu ziehen und dann wirklich auch was damit zu machen. Also das dann nicht nur in die Schublade zu legen und zu sagen, ja, Kunde war ganz zufrieden, sind wir auch zufrieden. Was gibt es da für Ideen? Was gibt es für Möglichkeiten? Was gibt es für Ansätze? Ich freue mich auf Ihren Input. Wir können ja mal easy anfangen. Wer benutzt denn alles einen Fragebogen? Ja, 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 ja. Analog oder digital? Digital, okay. Immerhin, ist ja auch schon mal gut. Wo wird denn der Fragebogen eingesetzt? Also nach dem Aufenthalt oder davor? Was sind so die Touchpoints, die bereits genutzt werden? Ja. Liste oder einen Gästekommentar schreiben. Mhm. Das wäre ja auch eine Möglichkeit. Genau, das ist ja letztlich schon mal ein Ansatzpunkt, dass man auch was tut, dass dieses Feedback im Grunde genutzt wird, was den Kunden ja schon mal ernst nimmt und da irgendwo abholt. Aber eben nach dem Aufenthalt. Ist ja so ein bisschen der Klassiker, der natürlich uneingeschränkt wichtig ist, weil letztlich, da hat der Kunde ja die Dienstleistung gerade erlebt, da hat er ja die Erfahrung gehabt und hat natürlich auch diesen Abgleich in seinem Kopf, hat es mir jetzt eigentlich gefallen oder nicht? War es schön oder nicht? Bin ich zufrieden oder nicht? Mhm. Aber was könnte man noch machen? Wo könnte man denn sonst noch ansetzen? Was gibt es denn da für Ideen? Ja. Also so Pre-Stay-Informationen dem Gast geben, beziehungsweise auch eben fragen, was sind die Sachen, die der Gast bei Ankunft erwartet sozusagen, damit man schon ein bisschen vorbereitet ist. Aber letztlich dann auch wirklich ihn zu fragen und nicht nur zu informieren, man freut sich ja auch über relevante Informationen, ja, genau. Aber genau. Im Grunde zu versuchen, das irgendwo auch abzufragen, genau, einzubinden. Richtig. Also gerade bei Neukunden sozusagen, die eben, wo man noch gar keine Informationen hat, oft hat man ja schon eine Datenbank mit wiederkehrender Gast will immer einen Daumenkissen oder wie auch immer, aber bei Neukunden, dass man eben diese Informationen auch mit abgreifen kann und mit verwenden kann dann eben. Also Post-Stay, haben wir gesagt, ist eigentlich so der Klassiker, aber eben auch Pre-Stay, das abzufragen. Was können wir noch tun? Wo können wir noch ansetzen? Ja. Oder sei es eine bestimmte Richtung bezüglich veganes Essen, vegetarisches Essen, das könnte man alles in die Kundenkartei einpflegen und dementsprechend weiß man das fürs nächste Mal. Dass man überhaupt die Datenbasis schafft, um diese Individualisierung gewährleisten zu können, um da diese Bedürfnisse besser zu erfüllen. Und den Gast abzuholen. Wo wird das schon aktiv gemacht? Also, dass man es letztlich auch systemisch abbilden kann, dass das funktioniert, dass man da auch gewisse Standards einhalten kann, damit man auch operativ mit umgehen kann. Weil das ist natürlich immer unser Problem. Adidas hat es natürlich ganz schön. Die können diesen Hoodie 7 Millionen Mal herstellen und weltweit verkaufen. Unsere Dienstleistung wird immer individuell bleiben. Und wir haben natürlich auch immer dieses Spannungsfeld zwischen diesem Erlebnis. Der Gast muss erstmal dahin zum Hotel, er ist dort. Er kann es nicht mitnehmen, es ist letztlich nur in seinem Kopf, es ist sein Erleben. Und dann im Grunde auch dieses, wie können wir trotzdem sicherstellen, dass unsere Qualität dann auch gleichbleibend hoch ist. Also diese Verbindung. Ja. CRM-System halt richtig einsetzt, dass man sich halt die Daten sammelt. Also einmal die Daten, die der Gast im Hotel eben lässt, dass ich einfach weiß, ich kann ja dann auch später irgendwie das auch wieder gruppieren in Marktsegmente und weiß irgendwie, das Marktsegment bucht im Hotel immer das noch dazu und darauf kann ich ja wieder Kampagnen machen. Also das sind einmal die Daten, die ich ja eigentlich so in-house von dem Gast sammle. Ich denke, das ist wirklich sinnvoll, ein gutes CRM dann einzusetzen. Ja, in der Hotelwelt ist oftmals so, da wird irgendwie das PMS auch oftmals noch als CRM mit benutzt, aber da kann man dann keine so schöne, sage ich mal,
Auswertung machen. Und die andere Datensammlung, haben wir schon gesagt, wenn man einfach das Feedback holt. Also einmal wirklich, was macht der Gast im Hotel und dann halt Feedback vom Gast, also dass man so eine Art Net Promoter Score oder so sich halt irgendwie auch rauslassen kann. Also ich glaube, das sind so zwei Wege, wie man schöne Daten sammeln kann und dann wirklich eine auf so Rückschlüsse zu kommen, wie jetzt halt hier Adidas in der Hotelwelt. Genau. Gutes Stichwort, Net Promoter Score. Sagt Ihnen allen was? Ist ja letztlich eine Kennzahl, die mit einem Wert aussagen soll, wie die Kundenzufriedenheit in einem Unternehmen eigentlich bestellt ist. Es geht ja sogar so weit, dass man sagt, okay, wenn ich weiß, mein Net Promoter Score im Vergleich zur Branche oder branchenübergreifend ist besser oder schlechter, wie erfolgreich wird das Unternehmen langfristig sein? Da kann man drum streiten, aber es reduziert natürlich diese ganze Komplexität, die da auch drin steckt, was die natürlich jetzt wieder beim Adidas-Beispiel durch diese komplexe Recherche und auch wirklich diesen Dialog mit den Athleten geführt haben und dann rausgefunden haben, wieder so ein bisschen auf dieses, ich habe so eine große Welt mit so vielen Facetten und ich mache eine Zahl draus. Also das ist natürlich immer etwas, was sehr viel Informationsverlust auch mit sich bringt, aber natürlich auch den Vorteil, wir haben eine gute Kennzahl, mit der wir überhaupt arbeiten können. Ja. Promoter Score ist die Wichtigkeit, das liegt eigentlich daran, dass man eben das nicht nur die Kennzahl, sondern dass man eben zusätzliche Informationen trotzdem noch abgreift durch offene Fragen oder durch, wie war das denn letztendlich, weil letztendlich ist das ja nur eine Frage, würden Sie das Hotel Ihren Freunden, Familie weiterempfehlen sozusagen, aber wenn Sie eben schlecht bewertet haben, warum nicht? Oder wenn Sie gut bewertet haben, was können wir noch besser machen und etc.? Also halten wir fest, dass es eigentlich auch bei diesen Ansätzen wichtig ist, dass man das quantitativ gut erfasst und eben auch eine Kennzahl hat, wie den NPS, aber dass ich eben letztlich diese Ergänzung über solche qualitativen Dinge wie der kann sich da mal offen äußern oder ich führe vielleicht einfach auch mal ein Interview mit Gästen, wenn ich auch weiß, hey, das sind loyale Gäste, die mögen mein Produkt, die kann ich ja auch mal fragen und letztlich das auch mal wirklich ein bisschen konkretisieren, dass es eigentlich diese Ergänzung braucht in unserem Bereich. Also nicht nur die Daten sprechen lassen, sondern eben auch dann im Grunde wirklich den Dialog suchen. Ja. Ich habe generell, ich finde den Beitrag sehr gut, das über ein oder das CRM im Mittelpunkt zu sehen von unserem Geschäft. Von unserer eigenen Perspektive kann ich sagen, dass wir das noch nicht umsetzen können von der Infrastruktur her. Und mich würde interessieren von den Gesellschaften, die hier sitzen, wer das aktuell schon umsetzen kann, dass das CRM wirklich im Mittelpunkt steht und das PMS nur noch ausführende Kraft ist. Das ist eine sehr interessante, sehr gute Frage. Also ich weiß nicht, haben wir alle verstanden, oder? Also dieser Switch, der da letztlich ja stattfindet, gerade wenn man sagt, hey, wir wollen Customer-Centric-Seite. Das bedeutet ja letztlich, der Kunde ist ja nicht nur im Sinne von der direkten Interaktion im Fokus, sondern in all unseren Prozessen, auch im Background. Und das ist genau richtig, wie Sie sagen. Das bedeutet im Grunde als logische Konsequenz dessen, ich brauche ein System, was das überhaupt abbilden kann. Und das kann ein PMS in der Art nicht, weil es dafür nicht gemacht ist. Ich brauche ein System, was mit Datenhaltung entsprechend sich auskennt, die Datenströme konsolidiert und mir überhaupt das Wissen, was wir in diesem ganzen Bereich sammelt, so zur Verfügung stellt, dass ich meine Erkenntnisse daraus ableiten kann. Wer sieht das so? Also für wen ist das schon das führende System? Das Interessante daran ist, eine Sache ist ja, wie man Gästedaten aufbereitet. Also der Rezeptionist zum Beispiel sieht, dass der Golfer mit seinen Golfschlägern an der Rezeption steht. Wo legt man diese Informationen ab? Ich habe hier einen Golfer vor mir, das ist die eine Sache. Die andere Sache ist natürlich, dass das System automatisch lernen kann. Automatisch heißt, dass man eben über Kommunikation Dinge ausspielt, die der Kunde als interessant empfindet. Und dadurch, sage ich mal, über eine künstliche Intelligenz die Gästeprofile anreichert. Das ist natürlich, sage ich mal, das Spannende eigentlich an der Sache, ne? Weil man da nicht mehr abhängt von dem Rezeptionisten, der diesen Kundenkommentar einspeist im PMS oder im CRM. Im PMS ist es ja normalerweise irgendwie ein Kundenkommentar. Und strukturierte Daten brauchen wir nicht, ne? Wir brauchen strukturierte Daten. Deshalb ist es besser, mit dem CRM diese Informationen zu erheben. Aber wirklich spannend wird es dann, wenn diese Kundendaten sich immer weiter anreichern. Und dazu braucht man natürlich ein CRM, was es kann, wo auch eine bestimmte Intelligenz hinterliegt. Und dann kann man natürlich auch zielgruppenspezifisch arbeiten. Ne? Also das ist so ein bisschen die Erfahrung. Wer
würde sagen, ist auf einem ähnlichen Level. Also das ist ja schon sehr fortgeschritten, muss man sagen, was so im Grunde diesen Weg angeht, weil ja viele Themen da zusammenkommen, eben diese digitalen Hausaufgaben zu machen, aber das letztlich auch so im Unternehmen dann auch umsetzen zu können, weil das ist ja letztlich auch das Problem. Es hängen ja auch noch viele andere Sachen dran. Ich muss den Content dazu generieren, ich muss die Kampagnen umsetzen, also es ist auch alles viel Arbeit, da brauchen wir uns auch nichts vormachen. Wer würde sagen, ja, da sind wir auf einem ähnlichen Weg? Sind wir... diese Touchpoints generieren kann im Hotel und wie man entlang der Customer Journey, aber auch vor allem im Hotel an die Daten kommt. Mhm. Und da würde ich Sie auch alle herzlich einladen, dann um 15.30 Uhr zum Vortrag zu kommen. Aber es ist ein spannender Punkt letztlich auch, wo sind eigentlich meine Punkte, wo ich die Daten abgreifen kann? Genau. Ja. Also lass mich mal reden, vielleicht. Sorry, ich weiß nicht, ich komme aus der Privathotellerie. Mhm. Eher so ein Ding, ich höre jetzt gerade nur Daten, CRM, PMS, bliblablub. Das, was hier ganz links unten steht, ist für mich eigentlich das, was genau in die Mitte hochgehört. Also unsere Kunden kommen zu uns nicht, weil sie irgendwie digitalisiert werden, sondern weil wir Gastfreunde sind. Also weil wir Menschen sind. Mhm. Und das, was bei uns passiert ist, wir reden mit den Menschen. Wir gucken nicht in den Computer. Klar, da kannst du geile Sachen machen. Du kannst Angebote super sexy rausschicken, dass du dieses limbische System triggers und so weiter, alles super, machen wir auch. Aber am Ende des Tages, unsere Mitarbeiter sind diejenigen, die das Gesicht sind, die Bock haben, die Spaß mhm. haben. Das heißt, wir triggern unsere Mitarbeiter, mhm. dass sie richtig gut drauf sind, dass sie gerne jeden Tag kommen. Und die Leute, die zu uns kommen, kommen zu uns, weil sie gerne zu uns kommen, warum wir es tun. Also dieses Why, dass wir im Endeffekt einfach gerne Gastgeber sind. Und deswegen kommen die auch gerne zu uns und fühlen sich einfach wohl. Also mir ist es egal, wer zu uns ja. kommt, weil wir haben keine Zielgruppe oder irgendwas, mhm. sondern die Leute, die Bock auf uns haben, die mhm. kommen zu uns. Finde ich einen super Einwand oder Anmerkung. Letztlich, ich habe hier auch noch einen Kommentar von den online anwesenden Gästen mit einem ganz kleinen Haus. Team nimmt sich Zeit für das Gespräch mit den Gästen, Bewertungen auswerten, ist ja genau das. Also letztlich auch da nochmal, finde ich total wichtig, das ist ja im Grunde, genau richtig gesagt, diese Datenperspektive, im Grunde ja, ich brauche Systeme, die das machen, Mitarbeiter und natürlich die Internetperspektive dieser ganzen Orientierung, wirklich am Kunden das ernst zu nehmen, das als Philosophie zu verstehen, ist ja letztlich immer das Beste, was ich machen kann. Natürlich da auch wieder dieses Spannungsfeld, wenn ich jetzt eine Kette mit 100 Häusern bin, kann ich das nicht gewährleisten und dann muss ich die Systeme nutzen, weil ich es gar nicht umgesetzt kriege. Das ist letztlich natürlich am Ende des Tages so. Aber genau richtig, das ist ja im Grunde das, auch wo wir herkommen und wo wir im Grunde dieses, wer sich wirklich als Hotelier versteht, als Gastgeber, der Kunde ist König, das so leben sollte, um dann auch dieses Kundenerlebnis im eigentlichen Sinne zu ermöglichen. Ganz wichtig. Ja. Danke. Ich glaube allerdings, dass man trotzdem auch in der Privathotellerie dieses Wort Dialog zu sehr immer auf den Teil beschränkt, wo der Gast im Haus ist. Und Dialog beschreibt halt einfach noch viel mehr. Ich kann auch mit dem Gast in Dialog treten, bevor er angereist ist oder nachdem er abgereist ist. Und ich glaube, dass das halt auch einfach noch ein Punkt ist, wo man den Gast viel mehr in den Fokus stellen kann, wo man ihn viel früher mal abholen kann, wo man ihn vielleicht auch mal, nachdem er gebucht hat, direkt einfach fragen kann, war der Buchungsprozess so jetzt in Ordnung? Hat das gepasst? Gab's da irgendwie Probleme? Hat was nicht funktioniert? Um einfach auch diese Erkenntnis dann zu nutzen und halt weiter an mir zu arbeiten. Nicht das einfach nur zu sehen, habe ich den Gast jetzt zufriedengestellt, sondern vielleicht gibt der Gast mir auch direkt nach dem Buchungsprozess einen kleinen Hinweis, wo ich mir denke, ah, okay, ja, stimmt. Ein Gast empfindet es irgendwie so, dass die Datumseingabe, das fühlt sich für den irgendwie nicht komfortabel an. Einfach halt auch wirklich das zu nutzen, diese Touchpoints eben vorher und nachher und diesen Dialog einfach ein bisschen auszuweiten. Also einfach nochmal, wenn wir an die ganze Customer Journey denken, sich vielleicht einfach nochmal die Frage zu stellen, wann können wir das überall sinnvoll umsetzen und was sind dann die geeigneten Mittel auch dazu, um es umzusetzen? Ja. Verstehe ich sehr gut und ich denke selbst, dass ab einer bestimmten Größe oder einer Menge an Daten, die mir zur Verfügung stehen, mir natürlich auch andere Möglichkeiten eröffnet werden. Und
natürlich ist es eine, Symbiose, wenn man sagt, wir haben ein datengetriebenes System in der Mitte. Wir haben einen zentralen Dienst, der diese Daten auswertet und daraus Erkenntnisse schließt. Aber wir möchten natürlich auch diese Daten, die in der Mitte stehen, der Operativen zur Verfügung stellen, um ihrem Gastgebertum oder ihrer Interaktion mit dem Gast noch einfacher zu machen, noch detaillierter zu machen, noch angenehmer zu machen. Es geht ja auch um den Ease of Use von den Hotelsystemen selber, wenn ich im Hotel bin. Wenn ich, eine Restaurantkasse habe mit 700 Knöpfen und ich fange gerade neu an, ist es absoluter Pain. Wenn ich aber in der Lage bin, auszuwerten, wie meine Restaurantkasse funktioniert, weil ich diese Daten, diese IoT-Daten ausgewertet habe, stelle ich vielleicht fest, dass ich vielleicht nur noch bestimmte Knöpfe am Rand brauche, um eine leichtere Steuerung der Kasse zu ermöglichen. Und das sind ja auch Sachen, die wir quasi über die Daten in die Mitte stellen und dadurch dann das Leben für die, die es nutzen, einfacher machen können. Und das können wir nur, wenn wir entsprechend sowas sammeln. In jedem Bereich. Also auch hier letztlich wieder die Aussage, wir brauchen diese Symbiose aus Daten und dem, was wir dann wirklich tun, was wir als Gastgeber tun, wie wir uns darin verstehen. Ja. Ich glaube, es geht, was der Kollege gesagt hat, eins auch, na klar wollen wir die Gäste im Hotel persönlich, aber wir wollen sie ja vorher abholen. Wir haben verschiedene Sachen, die für uns sehr, sehr wichtig sind. Wir wollen bei der Recherche, dass der Gast uns sucht, dass wir ihm die bestmögliche Information geben. Dass wir mit ihm auch kommunizieren können, ist es mit dem Bot, ist es mit WhatsApp. Wenn der Gast, und was, das ist heutzutage das Problem, wir haben nicht immer genügend Mitarbeiter im Hotel. Das heißt, wir wollen den Service bieten. Und der Service fängt ja an bei der Suche bis hin zum Checkout. Bis hin auch nach dem Checkout zu sagen, ich habe vielleicht noch was vergessen, könnt ihr mir das zuschicken, also als vollkommen. Und ich glaube, wenn wir nicht genügend Mitarbeiter haben, dann ist manchmal ein Dialog mit WhatsApp, mit dem Gast sehr, sehr wichtig. Er fühlt sich abgeholt. Und ich glaube, das ist heutzutage das Allerwichtigste. Der Gast möchte sich gefühlt abgeholt zu werden. Wenn wir das erreicht haben, mit weniger Mitarbeiter und mehr Digitalisierung, ist es gut. Wenn wir die Mitarbeiter haben, umso besser, dann ist es auch schön. Und das hat, glaube ich, auch, da bin ich auch mal, natürlich von Privathotels erwarten wir mehr persönlichen Service, aber im Grunde haben alle das gleiche Problem. Und ich glaube, wir müssen einfach mal den Schritt weiter nach vorne gehen, Service und den Gast abholen. Und da die Möglichkeiten nutzen, die die Digitalisierung bietet, um Arbeitserleichterung auch zu schaffen an solchen Punkten. Der Mitarbeiter in diesem Konstrukt eigentlich der Schlüsselpunkt ist. Und das ist eine Philosophiefrage, die tatsächlich von ganz oben gelebt werden muss. Mhm. Und ich finde es sehr interessant, wie der Herr hier vorne sagt, wir sind am Gast, wir sind Gastgeber etc. Wir kennen alle das alte Adage, versorgt deinen Mitarbeiter, ja, macht, dass er einen Qualitätsservice bietet, sodass der Gast zufrieden ist und zurückkommt. Aber gerade in dem Sammeln solcher Informationen, in dem Agieren auf solche Funktionen, müssen wir den Mitarbeitern etwas an die Hand geben, müssen wir den informieren über die Philosophie, die dahinter steckt, damit die auch tatsächlich am Gast so arbeiten können. Ja. Und momentan fehlen halt für diese Dialog-Interaktionen, es sei denn, man macht jeden Morgen ein Morning-Meeting, wo all diese Gastprofile durchgesprochen werden. Und es gibt Hotelketten, die das machen. Da gibt es 1,5 Stunden Meeting. Es kommt der VIP, es kommt der hat gerne das, der hat gerne das, etc. Ja, da reden wir natürlich über hochwertige Segmente, aber die machen das. Und das ist die Personalisierung. Und das müssen die Mitarbeiter leben, aber wir müssen die auch Tools an der Hand geben, dass wo auf dem Bildschirm steht, hör mal, das ist ein Golfer. Ja. Und das haben wir in dem momentanen PMS nicht. Ja. Ja. Beziehungsweise die Tools, die da vorne stehen, die machen das momentan nicht. Danke. Da hinten war noch eine letzte Frage oder Anmerkung oder Beitrag. Keine Frage, sondern eigentlich eher eine Anmerkung dazu, weil wir vorhin darüber gesprochen haben, PMS versus CM-Systeme, was eigentlich im Mittelpunkt steht. Und ich glaube, wenn wir uns im Moment die Systeme anschauen,
dann ist es so eine friedliche Koexistenz beider Systeme oder aller Systeme, die irgendwie dazukommen. Und ich würde sogar behaupten, es ist keine friedliche Koexistenz, sondern es ist ein Krieg der Systeme, weil wir unterschiedliche Silos mit Daten aufbauen, diese aber wieder nicht an dem Punkt, und da spielt der Mitarbeiter für mich die Rolle, zur Verfügung stehen, wo sie wirklich darauf zugreifen können. Und erst dann ist es sowohl für den Hotelier oder für die Hotelgesellschaft als auch für den Gast in einem wirklichen Nutzen erkennbar und die Investition auch rentabel. Und alles andere ist nur im Moment auch das, was wir quasi so sinnbildlich gerade dort aufzeigen, ist ja quasi nur eine Zusammenreihung von möglichen Systemlösungen, die aus meiner Sicht bei fast keinem Moment gut funktioniert. Wer würde widersprechen? Wer würde sagen, bei uns funktioniert es schon gut? Philipp widerspricht, finde ich gut. Genau, ich komme gerade aus Österreich und das ist ganz spannend, weil dort wird schon diskutiert, was wirklich das zentrale System ist. Also ich denke, es ist keine Frage, die Hoteliers sich stellen müssen, sondern man muss sich eigentlich darauf fokussieren, was der Gast möchte. Und der Gast gibt den Weg vor. Und es ist tatsächlich so, dass das PMS-System, und da muss man einfach auch mal ehrlich zu sich selbst sein, mehr oder weniger ein Interaktions- und Kassensystem ist, ein besseres, und dass das CRM-System im Mittelpunkt stehen muss. Und das ist eine Entscheidung, die man treffen muss. Und ich glaube, die wichtigste Frage, die man stellen muss, ist das Thema Schnittstelle und offenes Interface, Integration aller Systeme, weil wir messen bei uns ca. 10 bis 15 Kanäle, über die ein Gast auf ein Hotel zukommt. Das bedeutet, wie hier richtig gesagt wurde, 10 bis 15 Datensilos, die nicht miteinander kommunizieren. Und der Wert dieser Daten ist immens. Dafür würden Industrieunternehmen töten. Und die Hotellerie hat eine unglaubliche Chance an dem Punkt. Und ich denke, man sollte das CRM-System als das zentrale Datensystem in den Mittelpunkt rücken und das PMS als mehr oder weniger operatives Managementsystem sehen. Das ist so das, was auch in Österreich gelebt wird. Genau. Ja. Weil ich frage mich immer, also ich bin eher so dabei, da überleg dir halt die Funktion, ne? Und es gibt doch jetzt immer mehr moderne PMS-Systeme, die haben das Gästeprofil direkt und viele wollen das Gästeprofil. Und wenn du das Gästeprofil haben willst für einen Mitarbeiter, dann kannst du doch auch ein PMS nehmen, was das hat, oder? Also dann muss es aber eine Art Marktplatzfunktion haben, wo du die Integrationsfähigkeit aller Systeme hast, weil du hast ja ca. 1.500 Tech-Anbieter allein der Hotellerie in Europa. Absolut, ja klar. Also so, ich glaube, bevor ihr beide da hinten in eurer Bar plauscht, aber es ist eine spannende Diskussion. Ich glaube, es hat es auch den Austausch wieder gezeigt. Letztlich, die eine Antwort gibt es nicht, aber die Auseinandersetzung mit der Systemlandschaft ist ein wesentlicher Punkt. Genauso aber wie der ganze interne Fokus, Thema Mitarbeiter, das ganze Top-Down wirklich als Unternehmensphilosophie zu verstehen, das ernst zu nehmen, das wirklich zu hinterfragen, nicht nur ein oberflächliches Kunde ist König Motto zu propagieren, sondern wirklich auch entlang der ganzen Customer Journey im Grunde einfach nochmal zu gucken, wo können wir da ansetzen, was sind die nächsten Schritte, die wir gehen können. Tools gibt es inzwischen, aber jeder muss natürlich schauen, wie er sie sinnvoll zum Einsatz bringen kann, um da im Grunde ein rundes Konzept draus zu kriegen. Und das letzte Wort hat der Herr an der Säule. Du hast angefangen mit Adidas und du hast angefangen darüber zu erzählen, was Adidas gemacht hat und wie sie dieses designt haben, was sie da getan haben. Wer von euch hat hier übernachtet im Hotel? Ein paar von euch? Wer hat heute Morgen geduscht? Keiner. Also das war keine Fangfrage, die Frage zielt darauf ab und die es geduscht haben, wissen das. Konntet ihr danach noch auf die Toilette gehen mit trockenen Füßen? Es war alles nass. Also wenn wir Customer Centricity anfangen und wir haben aber einen Designer, der ganz anders denkt. Wenn ich mir jetzt überlege, dass ich gestern Abend noch in die Dusche gegangen wäre, vorm ins Bett gehen und ich hätte heute Nacht auf Toilette gehen müssen, ich hätte klatschnasse Füße gehabt. Wenn ich Customer Centricity denke, dann muss ich beim Design anfangen. Dann muss ich mir überlegen, wo kann ich mich als Gast wohlfühlen, wie kann ich geleitet werden. Und ich komme, Systeme, die können das alles nur unterstützen. Das ist alles das, was ihr gesagt habt. Das kann für mich nur ein Vehikel sein, dass ich am Ende Gastgeber sein kann. Und das zielt auf das, was Steffen gerade gesagt hat eingangs. Dann kann ich Gastgeber sein. Wenn er aber nasse Füße kriegt, weil er noch geduscht hat vorher und nicht auf die Toilette gehen kann, ich finde das Hotel super schön, aber das hat mich echt gestört. Also fassen wir zusammen, wir müssen ganz vorne anfangen. Wir müssen die Customer Journey komplett durchdenken und dazu gehören definitiv auch die Toiletten und die Duschen. Ich danke Ihnen, weiter einen schönen HSMA Day. Danke.